Ja, vielen Dank, Herr Aulinger. Die nächsten 20 Minuten werden ein Erfahrungsbericht, ähnlich wie der Herr Kirchberger das gerade beschrieben hat, mit einer Achterbahnfahrt. Auch wir erleben sozusagen Höhen und Tiefen zu unseren Produkten. Wir bauen den X1, den 1er 5-Türer und seit ein paar Tagen das 2er Coupé. Den i3, den der Herr Aulinger beschrieben hat, gibt es seit Samstag letzter Woche bei den Händlern. Ein tolles Auto. Wir hatten gestern Betriebsversammlung. Das Auto wurde vom Joschka Fischer abgeholt, Ministerpräsident, Oberbürgermeister. Also alle wollen dieses Auto haben, wirklich tolle Produkte. Und in der nahen Zukunft wird es dann eben den BMW i8 geben und das Konzept Aktivtourer, der erste BMW mit Frontantrieb. Warum erwähne ich das an dieser Stelle? Weil das sind alles hochemotionale Produkte, elektrisierende Produkte im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist natürlich, ich werde nachher nochmal darauf zu sprechen kommen, das Thema Motivation, Begeisterung für das Produkt. Am Ende einer Montage wartet der Kunde und wir stellen uns im Laufen mit Cutter eben auch die Frage, wie begeistern wir unsere Mitarbeiter eben für Cutter, genauso wie sie begeistert sind, eben unsere Autos zu produzieren. Kurz zum Umfeld, weil es ist ja wichtig, bei so einer wissenschaftlichen Arbeit da zu wissen, unter welchen Rahmenbedingungen findet diese Übung statt. Wir haben 1855 Mitarbeiter in der Montage. Das sind 1855 Mal Menschen, die nahe am Prozess sind, die erkennen, was die täglichen Probleme sind, die also, wenn es uns gelingt, 1855 Mal die Menschen für Cutter zu begeistern, dann haben wir da deutliche Verbesserungsgeschwindigkeit und deshalb glauben wir einfach ganz stark an diesen Cutter-Ansatz, weil wir, ich habe es gerade gesagt, ich bin seit August letzten Jahres in Leipzig, ich komme niemals in der Tiefe in die Prozesse wie die Mitarbeiter, die tagtäglich diese verschiedenen Autos bauen und das ist eigentlich der Ansatz, warum wir in Leipzig sagen, wir müssen Cutter und wollen Cutter verfolgen. Wie ist der Zielzustand unseres Prozesses? Wir hätten gern, dass vom Montageleiter bis zum Vorarbeiter alle Mitarbeiter die Cutter-Philosophie verstanden haben, coachen können, sozusagen nicht mehr in der Lerngruppe sind, sondern am Shopfloor. Das wäre der Zielzustand. Zur Orientierung, wir haben einen Montageleiter, zwei Fertigungsabteilungsleiter, sieben Gruppenleiter, ca. 50 Meister und ungefähr 90 Vorarbeiter, die 1855 Mitarbeiter in der Montage sozusagen prozessual begleiten. Wie ist der Ist-Zustand unseres Prozesses? Der aktuelle, mein Montageleiter ist neu, seit 1.11. habe ich einen neuen Chef. Mein ehemaliger Montageleiter ist jetzt Werkleiter. Ist es fürs Werk gut unter dem Cutter-Gesichtspunkt? Für mich natürlich erst einmal wieder eine neue Herausforderung. Ich muss meinen Chef, meinen direkten Vorgesetzten zum Herrn Aulinger in der 3-Tage-Schulung bringen, damit er von dem Virus infiziert wird. Und bei uns ist es eben auch so, nicht alle sind jetzt sofort in der Achterbahn geblieben oder erst eingestiegen. Ein paar haben durchaus gesagt, naja, das ist vielleicht nur die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Da warte jetzt einmal ab. Und wir haben also hier durchaus 10 Meister, die kontinuierlich in Lerngruppen tätig sind, mit einigen Gruppenleitern, 4 Gruppenleiter, die also regelmäßig tagtäglich Cutter coachen und vor allen Dingen in der Lerngruppe aktiv sind. Was war unser letzter Schritt? Das ist jetzt natürlich ein bisschen im Zeitraffer. Es beginnt bei uns immer mit einer 3-Tage-Schulung beim Herrn Aulinger. Grundlagenschulung, wie gesagt, im Werkleitungskreis war das letzte im Oktober. Und dann sind wir erst einmal voller Euphorie, Cutter ist super und dann ist erst einmal nichts passiert. Weil dann war Jahresendspurt, Ziele mussten erreicht werden, Budgetplanung und, und. Dann haben wir irgendwie im Januar gesagt, ja, da waren wir doch beim Herrn Aulinger, jetzt lasst uns das einmal angehen. Und dann haben wir erst einmal mit ein paar Gruppenleitern Trockenübungen gemacht. Haben einen Cutter-Übungsraum kreiert, wo wir dann sozusagen im geschützten Raum wirklich die Fragen üben konnten, immer wieder die gleichen Routinen,
wie beschaffe ich ein Smartphone. Das war meine Übungsaufgabe, die mir meine Gruppenleiter gegeben haben. Sie hätten gerne ein Smartphone. Zielzustand war klar, 7 Gruppenleiter mit 7 Smartphones. Istzustand, kein Gruppenleiter mit einem Smartphone. Und dann bin ich da sozusagen, war ich gefordert und tagtäglich kamen sie und haben gesagt, Markus, was ist los? Zielzustand ist klar, Istzustand immer noch null. Da habe ich dann teilweise, war ich froh, dass man im geschützten Raum war, weil man fühlt sich dann schon ein bisschen unter Druck. Also die ganze Psychologie, die ja der Herr Aulinger beschrieben hat in seinen Schulungen, die wurde mir da klar. Also dass man Cutter eben auch durchaus als Waffe und Werkzeug verwenden kann. Und irgendwann war dann der Moment, dass wir gesagt haben, so, jetzt trauen wir uns einmal, jetzt gehen wir mal auf ein paar Meister zu. Wir haben parallel natürlich auch Gruppenleiter und die Meister dann geschult. Und dann waren wir in den Lerngruppen. Der junge Herr, den Sie hier sehen, der Meister, am Anfang auch beim Herrn Aulinger nach den 3 Tagen, Cutter und wann soll ich das machen, keine Zeit, war also wirklich so, dass die Lerngruppe, dass der sofort voller Begeisterung und Euphorie dabei war. Dann haben wir ihm den Zielzustand, er hat gemeinsam definiert, es ist in der Scheibenklebeanlage, wir haben die Ist-Daten aufgenommen, haben festgestellt, er braucht für einen 76-Sekunden-Takt, den wir normalerweise haben, über 100 Sekunden. Und dann hat er gesagt, ja, wie soll ich das schaffen, da habe ich doch überhaupt keine Chance. Und dann ging es los, Zielzustand war klar, Ist-Zustand, die Mathematik muss funktionieren. Und ich habe diese Woche den Herrn Korsavi, den Meister, getroffen. Er hat ein Funkeln in die Augen, er ist begeistert, er ist mittlerweile bei unter 76 Sekunden. All die Ideen, die er entwickelt hat, hat er mittlerweile umgesetzt und er ist wirklich ein glühender Fan jetzt von der Vorgehensweise. Was für mich toll war, war so die ersten Momente, war wirklich, ja, ich brauche einen Planer, ich brauche einen Instandhalter, ich brauche einen Entwickler. Also wenn ich das überhaupt erreichen will, dann brauche ich Gott und die Welt, aber selber kann ich eigentlich gar nichts machen. Und dann haben wir über Coaching tatsächlich, bin ich dann abends einmal vorbeigegangen, dann ist er mit seinem Vorarbeiter an seinem Platz gestanden, dann haben sie geschraubt und an so einer Anlage und dann bin ich hin, Herr Grüneisel, schauen Sie mal, wir versuchen hier gerade das und haben mir gedacht, also es ist echt eine Freude, die Jungs dann zuzusehen. Meine Wissensgrenze hat sie mit jedem Termin weiter verschoben. Ich habe gelernt, was Probleme sind, warum das dann doch nicht funktioniert, weil eben die Luftfeuchtigkeit einen Beitrag hat und man das sozusagen dann so nicht funktioniert. Aber lange Rede, kurzer Sinn, die Jungs sind wirklich jetzt begeistert. Das ist ihr Baby. Sie können jedem erklären, was sie umgestellt haben, wieso sie es umgestellt haben und haben eben auch die entsprechenden Erfolge einfahren können. Was haben wir gelernt? Ich habe es schon gesagt, die Lerngruppen, das war also jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, jetzt starten wir mit diesen 4er-Teams, die der Herr Aulinger ja empfiehlt. Am Anfang waren wir 6, 7 Menschen, weil wir festgestellt haben, dann ist der eine in Urlaub, der andere auf Weiterbildung. Also bis ich geschaut habe, waren die Lerngruppen, haben wir mal eine Woche gar nicht stattgefunden. Das war so eine Wissensgrenze, wo wir festgestellt haben, das ist gar nicht so einfach. Dann hast Weihnachten, Sommerurlaub, Produktionsunterbrechung. Immer wenn du denkst, jetzt will ich schreien, weil ich bin in der Achterbahn vorne mit dabei, kommt da garantiert wieder irgendein Einschlag, dass du sagst, soll man nicht doch aussteigen aus dem ganzen Prozess. Aber wir monitoren das und es findet mittlerweile regelmäßig statt. Zurzeit, wir haben dann für uns festgestellt, wir wollen das im Rahmen Management vor Ort integrieren. Haben dann für uns definiert, jeden Tag von um 10 Uhr sind wir bei den Mitarbeitern, also wir machen es nicht hochfrequent, sondern einmal am Tag, fünfmal die Woche. Dann haben wir festgestellt, damit erreichen wir aber nur die Kollegen der Frühschicht, nicht die Kollegen der Spätschicht. Also muss man einen Termin finden, der nachmittags nur passt. 16 Uhr war der neue Termin, hat dann für mich wieder das Problem gehabt, 16 Uhr finden aber die Managementkreise statt. Also ich muss dann mit meinem Chef verhandeln, um 16 Uhr muss ich mal kurz raus für eine halbe Stunde, weil ich zur Lerngruppe dazu will, weil mir das wichtig ist. Mein Montageleiter, der jetzige Werkleiter, hat das also mitgetragen. Das sind also alles so Erfahrungen, immer wieder ein Problem gehabt und immer wieder eine neue Lösung definiert. Zur Geschwindigkeit, es gibt natürlich dann welche, die das mitkriegen, was macht jetzt da der Montageleiterkreis, was machen die Gruppenleiter, die ersten Meister sind dabei, andere noch nicht. Internet, www.verbesserungskater.de, die lesen sie dann die Unterlagen vom Herrn Aulinger durch und sagen, das ist doch ganz leicht und ich habe das durchgelesen, das probieren wir jetzt gleich aus. Dann musst du wieder schauen, dass die Qualität sicherstellst, dass also sozusagen
Wir haben dann Spielqualität, wird dadurch sichergestellt. Es gilt nur als Lerngruppe, wenn auch wirklich ein Coach dabei ist, der dann den Prozess beobachtet und dem Coach auch Feedback gibt. Also wir mussten da ein bisschen wieder die Begeisterung eindämmen und haben gesagt, Leute, jeder wird geschult, aber wir wollen die Qualität sicherstellen. Wir haben dann festgestellt, wir sind dann draußen gestanden mit unseren verschiedenen Blättern zum Cutter und haben gesagt, ja, was machen wir jetzt jeden Tag mit denen? Wir brauchen also irgendwelche Boards. Haben also hier relativ schnell eine Lösung gefunden, wo wir bei Voraussetzungen momentan noch kämpfen. Ich habe es gerade vorhin gesagt, dass wir mit der Stoppuhr an die Prozesse ran dürfen. Das ist bei uns durchaus noch ein Verhandlungsgebiet, wo wir mit dem Betriebsrat verhandeln, weil wir wollen ja den Mitarbeitern nichts Böses und sind wirklich davon überzeugt, dass das eine Grundvoraussetzung ist, damit wir die mathematischen Zusammenhänge sauber abbilden können. Da kämpfen wir noch. Und wie gesagt, die ersten Lerngruppen haben die entsprechenden Erfolge und es hat uns sehr geholfen und mir auch, wenn wir einen Stecker, der im Übrigen dann, wenn er nicht gesteckt wird, schon innerhalb der Montage nur gefunden wird, aber wenn wir dann zum Mitarbeiter oder zum Meister geht und sagt, warum ist denn der Stecker nicht gesteckt? Man geht vor Ort, man versteht, bei dem einen Derivat ist das Kabel kürzer, beim anderen liegt es der Mitarbeiter im vorherigen Prozess über den Mittelkanal. Also man versteht das Problem und versteht, dass ein Stecker, warum er nicht gesteckt wird, unterschiedliche Probleme hat. Und dann kommt sozusagen der Themenspeicher, Kabel zu kurz, vorheriger Prozessschritt und. Alles kann dazu führen, dass ein Stecker vergessen wird, kommt selten vor, um das auch noch mal zu sagen. Und wenn, dann finden wir das. Also wenn Sie einen BMW fahren, alle Stecker sind gesteckt. Weil wir eben auch Cutter machen und sozusagen und uns da kontinuierlich weiterentwickeln. Jetzt, Herr Aulinger, Sie verzeihen mir, dass ich sozusagen die gleiche Folie verwendet habe, die Sie gerade ein bisschen hübscher dargestellt haben. Was haben wir gelernt? Es kamen immer wieder die Momente, wo wir nicht das Problem verstanden gehabt haben, aber schon die Lösungen. Ja, wir brauchen 10 Leute in so einer Lerngruppe. Also wir haben uns wirklich vom Problem, haben gesagt, jetzt lasst uns nicht einen Meilensteinplan machen, der uns bis 2015 geht. Wir arbeiten vom Problem kommend und dann findet man da die entsprechende Lösung. Ich selbst habe mir sozusagen eine Lernbrücke gebaut und denke jetzt immer an den Wiki. Hey, hey, Wiki. Wenn der ein Problem gehabt hat, dann hat er sich ein bisschen an der Nase gerieben, hat sich kurz zurückgezogen und plötzlich hat er das, hey, ich habe die Lösung. Und wenn ich heute so eine Diskussion verfolge mit in so einer Gruppe, dann stelle ich ihm auch fest, ziehe mich dann kurz zurück und sage, haben wir das Problem schon verstanden? Wenn ja, dann können wir noch die Thesen aufstellen. Aber häufig ist es so, dass man wirklich ohne das Problem verstanden zu haben, an den Lösungen arbeiten. Deshalb meine Empfehlung, denken Sie an Wiki, den kleinen Herr Wikinger aus Flake. Was hält uns jetzt davon ab, sozusagen in die Breite zu gehen? Ich habe einfach, um das Ganze einmal darzustellen, die Maslow'sche Pyramide genommen. Wir beschäftigen uns mehr und mehr mit dem Thema Selbstverwirklichung. Also was sind die Anreize? Und deshalb habe ich gerade vorhin gesagt, unsere Mitarbeiter sind hochmotiviert. Aber nichtsdestotrotz, was ist der Anreiz für unseren Mitarbeiter, zu sagen, ich bringe mich hier ein, ich will meine Ideen umsetzen. Ich komme hier nicht rein von 6 bis 16 Uhr und baue Autos, wie es mir der Standard vorgibt, sondern ich sehe ein Problem und nutze die Chance, sozusagen meine Erfahrung einzubringen. Und das ist mit jedem Buch, das ich lese, mit jedem Gespräch, das ich führe, merke ich mehr und mehr, es geht wirklich um den oberen Teil der Maslow'schen Pyramide, um hier die Mitarbeiter mit ins Boot zu nehmen. Und wir stellen da durchaus fest, dass wir die Begeisterung für Cutter vermitteln müssen, dass es sozusagen über diese Erfolge ins Herz der Mitarbeiter gehen muss. Die müssen sagen, das ist nicht die nächste Sau, sondern der Herr Korsabe als Meister und wir haben jetzt ein paar weitere Meister, die die ersten Teilerfolge haben, die sozusagen ein Problem, wo sie gesagt haben, das lösen wir nie, die das jetzt in den Griff bekommen haben. Und nur so, glaube ich, kommen wir ans Herz und natürlich über tägliches Tun. Täglich findet die Lerngruppe statt, täglich um 10 sind wir draußen, täglich um 16 Uhr sind wir draußen. Wir wollen auch in die Köpfe, um diese Routine wirklich zu trainieren. Jeden Tag, wenn es geht, 365 Mal im Jahr.
Was sind jetzt unsere nächsten Schritte? Weitere Grundlagenschulungen. Der Herr Aulinger ist nächste Woche wieder bei uns, und weil wir immer wieder feststellen, um nicht zurückzufallen, so alle 2 Monate tut er uns sehr gut, neue Kollegen anzuschieben, beziehungsweise um uns eben auch in den Techniken noch weiter zu entwickeln. Wir stellen fest, je mehr wir in die Breite gehen, umso mehr brauchen wir Coaches. Also wir waren ja vorher stark auf der Ebene der Gruppenleiter. Wir stellen jetzt fest, jetzt brauchen wir eigentlich mehr Coaches. Das ist sicherlich ein Punkt. Wir wollen neue Lerngruppen starten, um einfach jetzt den Hunger, den viele Meister jetzt haben und Vorarbeiter, dass sie sagen, wir wollen jetzt da mitspielen in diesem Thema, die Zügel wieder ein bisschen lockerer lassen. Wir wollen Kata im indirekten Bereich einführen, weil wir stellen schon fest, also Sie haben jetzt, der ganze Vortrag basiert auf direkten Prozessen, aber mir geht es mittlerweile so, wie es vom Herrn Rother auch beschrieben worden ist. Du sitzt halt in so einer Sitzung, hörst da 20, 25 Minuten die Diskussion an und sagst, Jungs, was ist der Zielzustand, was ist der Ist-Zustand, was war der letzte Schritt, was haben wir gelernt? Also von dem her glaube ich, dass da noch sehr viel Potenzial ist, wenn wir im indirekten Bereich unsere Sitzungen vom Managementkreis bis zu meiner Sitzung mit meinen Gruppenleitern wirklich nach der Katalogik aufbauen. Da habe ich mich schon mal coachen lassen von Herrn Aulinger und habe da meine Rückschlüsse daraus gezogen. Die methodische Stärkung vorhandener Lerngruppen, also wirklich nur alle Blätter wirklich im Detail verstanden zu haben, die mathematischen Zusammenhänge nur darzustellen. Wir wollen Hoshin Kanri weiter verinnerlichen, sprich wirklich von der Vision des Unternehmens bis zum einzelnen Mitarbeiter. Ich erinnere nochmal, 1855 Mitarbeiter. Wenn es uns gelingt, dass wir die begeistern, dass jeder sagt, mein Beitrag auf dem Weg der kontinuierlichen Verbesserung. Das ist Qualität, Verbesserungsgeschwindigkeit, das ist durch nichts zu ersetzen. Und wir werden uns sicherlich das ein oder andere zum Thema Motivation über die Lerngruppen hinaus noch einfallen lassen. Da gibt es ein paar Thesen, dass wir die Menschen noch mehr anzünden für Kata. Und was wir auf jeden Fall machen wollen, wie jetzt in dem Fall mit beim Scheibenkleben, die Erfolge müssen auch gefeiert werden, weil dann wird Kata positiv belegt und die Mitarbeiter ziehen dann sozusagen. Die wollen alle mit in diese Achterbahn, um beim Herrn Kirchberger zu bleiben. Jeder will rein und die Warteschlange muss lang sein, dass die Kollegen sagen, wir kommen damit dazu. Ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen vermitteln, dass wir Kata mit Leidenschaft betreiben, dass wir daran glauben, dass Kata für uns wichtig ist. Und hier dargestellt eben das Potenzial, auszugsweise wie viele Mitarbeiter, wenn die alle dahinter stehen, dann gehen wir in eine erfolgreiche Zukunft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.